Hi, willkommen bei Grill & Chill Barbecue & Lifestyle. Heute mit Michi Boa Barbecue. Wir haben uns Gedanken gemacht, etwas Schweizerisches heute. Und es gab einen Ostschweizer Burger mit geräucherten Apfelstückchen, karamellisiert mit Melasse, Schweizer geräucherter Käse, frisch gemacht im Borgnac. Und das ist eine Ulmer Bratwurst. Ulmer Bratwurst für die Nicht-Schweizer. Und mit einer selbstgemachten Dunkelbier-Barbecue-Soße. Und darin sieht man schön noch den Appenzeller, würzigen Appenzeller-Käse für den ultimativen Geschmack. Und wie wir das gemacht haben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Wir hier gleich durch mit den Zutaten. Wir brauchen ein dunkles Bier, Honig, dann natürlich passend zu den Burgern die Dolly-Soße wieder mal am Start, ein guter Schluck Sojasauce. Dann haben wir hier Thurgauer Äpfel aus Mostindien, dann einen leckeren Appenzeller Käse, extra würzig, nehmt da wieder was euch schmeckt. Dann natürlich für unseren Ostschweizer Burger Original Bürli, ähnlich wie Semmel, ein bisschen größer und knuspriger. Da auch wieder nehmt, was ihr gerne habt. Dann haben wir hier eine leckere Kalbsbratwurst, brauchen wir natürlich passend zum Burger. Und schwuppdiwupp haben wir eine passende Größe von unserer Ulmer Bratwurst, können wir schön in Scheiben schneiden. Gruß an den Metzger von Michi. Dann brauchen wir einen leckeren Rub. Wir benutzen heute den Steady Barbecue Rub mit ein bisschen Schärfe, ein bisschen Süße und gut gewürzt. Wie es sein muss, könnt ihr alternativ natürlich euren Lieblingsrub nehmen. Dann haben wir eine leckere Molasse, das ist ein dunkler Zucker, sehr dick und einen sehr speziellen Geschmack. Testet ihn unbedingt mal an. Zum guten Schluss noch ein bisschen Salat für den Burger. Und natürlich Zwiebel darf nicht fehlen. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Und dann starten wir gleich durch mit dem Räuchern. Also, dann schneiden wir hier den Appenzeller-Käse in kleine Würfel und schmelzen den nachher im Smoker. Das gibt die schöne Würze für den Burger. Wer den Appenzeller-Käse kennt, weiß jetzt, wie es hier schmeckt oder riecht. So. Dann geben wir die in kleine Schüssel. Käse kann man nie genug haben. Und mit ein bisschen Rauchgeschmack aus dem Borgnac kann das nur gut werden. Mit den Würfeln haben wir am Anfang eine größere Oberfläche, so kann der Rauch richtig gut rundherum ranziehen. Obwohl wir ein Töpfchen haben. So. Passt perfekt. Sollte passen. So, und dann schneiden wir die Äpfel in Ringe. Das ist ein bisschen für die Frische. Und auch die landen nachher im Borgnac. Und werden da geräuchert und karamellisiert. Jetzt muss da natürlich noch das Kerngehäuse raus. Wir improvisieren da ein bisschen. Kein Kerngehäuse-Schneider, nehmt einfach eine Spritze. Geht optimal. Passt perfekt. Bisschen improvisieren, dann passt's. So, dann streuen wir die Apfelringe. Hier noch einen als Backup. Streuen wir die Apfelringe mit dem Zucker. Das ist nicht ganz so einfach. Der ist ziemlich feucht und klumpt.
Er hat wirklich einen sehr guten Geschmack. Ganz anders wie normaler Rohrzucker oder Zucker. Bisschen melassig. Erinnert ein bisschen an Tabak, haben wir festgestellt. Ja, Freunde, so passt das. Dann geht's mal ab an Borniak Smoker. Borniak 150 Grad vorgeheizt, raucht schon schön. Käse stellen wir mal hier oben rein und die schönen Apfelstückchen zum Karamellisieren und ein bisschen Rauchgeschmack dran bringen. Gleich dazu und lassen die mal drin, bis wir die Soße fertig haben. So, dann kommen wir zur leckeren Schwarzbiersoße. Wir machen die Barbecue-Soße selber. Und zwar reduzieren wir zuerst das Schwarzbier ein. Für das nehmen wir eine kleine Flasche Bier. Das reicht völlig. Die lassen wir ein bisschen köcheln, bis sie auf etwa ein Drittel herunter reduziert ist. Dann schneiden wir noch die Zwiebel in dünne Ringe. Von der Gemüsezwiebel brauchen wir nicht wirklich viel. Da reicht ein wenig. So. Und vom Salat auch noch ein paar Blätter. Strunk rausschneiden. Einzelne Blätter. Das muss reichen. Dann haben wir hier unsere Brätmasse. Eigentlich eine Ulmer Bratwurst in groß. Ihr könnt natürlich auch eure Lieblingsbratwurst nehmen, in Scheiben schneiden und gleich auf den Burger legen. Wir haben hier die Luxusversion sozusagen. Schneiden wir uns hier mal schöne Patties runter. Ich würde mal sagen, so 1,5-2 cm kommt da richtig gut. Nicht sparen. Ja, nicht sparen. Riecht schon fantastisch. Wer die Schweizer oder Ostschweizer Ulmer Bratwurst kennt aus St. Gallen, der weiß, von was ich rede hier. Die kann man natürlich auch gleich so essen, aber vom Grill schmeckt sie immer besser. So, wenn das Bier dann ein bisschen eingedickt ist, reduziert ist, kommt hier noch ein guter Esslöffel Sojasauce dazu. Noch zwei. Dann noch 1-2 Esslöffel Honig. Ein bisschen um. Riecht schon fantastisch. Und zu guter Letzt noch ein 2-3 Esslöffel Dolly Sauce, die Sweet Onion Bacon. Die geht eigentlich zu fast allem. Das Ganze nochmal umrühren. Umrühren, dass auch ein bisschen die Klumpen draußen sind und das Ganze gut durchmischt ist. Und zu guter Letzt noch weiter einreduzieren, dass aus der Flüssigkeit eine Soße wird, mit der man den Burger bestreichen kann. Jetzt haben wir die ganze Soße ein bisschen eingedickt. Ist noch ein bisschen flüssig. Aber ist kein Problem. Ein bisschen Maizena unterrühren und das Ganze nach Gusto eindicken.
So passt das von der Konsistenz her perfekt. Nehmen wir von der Flamme runter und stellen es auf die Seite. Dann geht's hier los. Grill mal ein bisschen eingeheizt. Direktes Setup. Circa 150 Grad zurzeit, aber jetzt am Hochheizen. Zwiebeln geben wir gleich auch dazu, dass die noch ein bisschen anrösten. Und lassen die mal schön braun werden. So, nach 5 Minuten Hochheizen schauen wir mal rein hier. Die haben sich schön gewölbt. Drehen wir mal um. Ein paar Röstaromas haben wir dran. Heiß! Hoppla! Okay. Bisschen nach außen, wir haben richtig Hitze hier am Start, unten habe ich zugemacht, Deckel zu, oben zu und dann lassen wir auch die zweite Seite ein bisschen anknuspern. Eine Minute, zwei später nehmen wir die Zwiebeln mal raus. Die haben auch gut Farbe, das passt so. Dann bauen wir unseren Burger zusammen. Dann schauen wir noch im Borniak rein. Das sieht super lecker aus. Schön karamellisiert. Riecht fantastisch. Nehmen wir raus. Dann noch unseren Käse. Schön Farbe gezogen. Schön Rauch dran. Passt perfekt. Dann haben wir noch unsere Brötchen angeknuspert hier. Bisschen Salat für das gute Gewissen und natürlich für die Optik unten rein.
Die Dunkelbiersoße kommt richtig gut. Das Malzige. Geile Kombination. Kombination, super lecker. Wenn ihr natürlich nicht so große Bratwürste habt, könnt ihr sie beim Metzger eventuell machen lassen wie wir. Oder ihr schneidet die auf und gebt die so rein. Ansonsten der Käse und der Apfel, ultra lecker, dem Rauchgeschmack, der Zucker karamellisiert, wow. Wir lassen es jetzt uns schmecken, würde ich sagen. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, weil Däumchen werden Träumchen. Ein Abo nicht vergessen, Job reinschauen, zwei weitere Folgen für euch. Und bis zum nächsten Mal bei Grilled Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya! Das ist wirklich geil. Das ist eine geile. Ja, Soße. Hohes Mund geschmiert. Man muss das hier.